Hallöchen ihr da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Forest. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, einfach mal am Stück aufzunehmen und die Folgen dann später im Nachhinein zu schneiden, aufzuteilen. Mal sehen, wie sich das macht. Etwas Neues, was ausprobiert wird. Ich hoffe, dass es nicht schief geht, wie die letzten Änderungen, die ich hier vorgenommen habe. So, wir haben gegessen, wir haben getrunken. Wir wollen hier unser Steg fertig bauen, also nicht das zu essen, sondern das da vorne. Und vielleicht sollten wir auch mal hier unsere Brücke erweitern. Das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. 12 Stück brauchen wir, das sollte doch schaffbar sein. Unsere Schildkröten, unser Massaker ist auch hier wieder weg. Denn ich habe neu geladen. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob hier wieder welche unterwegs sind. Einen kleinen Spaziergang machen. So, wir schauen mal hier rüber, was die guten Leute da machen. Vielleicht findet sich ja jemand, der mal in die Falle tapseln möchte, um einfach mal zu schauen, ob das auch so funktioniert, wie wir das wollen. Da machen wir eine kleine Expedition dahin. Eine kleine Exkursion ins Grüne. Was man früher in der Grundschule immer oft gemacht hat. Man seine Kamera mitgenommen, einen neuen Film eingelegt und ist mit der Schulklasse in den Wald gegangen und hat die Tiere dort fotografiert. Ich weiß nicht, habt ihr bestimmt auch gemacht. Das waren noch Zeiten damals. So, hier ist alles ruhig. Ich will mal hier rüber gucken, was da so Schönes ist. Ich hoffe einfach. Ja, es ist ungefähr Mittag, würde ich so sagen. So, wir. Okay. Also, ich muss schon sagen, sieht alles sehr, sehr schick aus. Das sage ich aber, glaube ich, jedes Mal. So, dann machen wir mal hier lang. Einfach mal, um zu gucken, was auf der anderen Insel ist. Ich will mir das Ganze mal von oben anschauen, nicht immer nur auf unserer kleinen Halbinsel verweilen. Denn die Karte ist ja wirklich so riesig und bietet so viele verschiedene Sachen. Wir haben vielleicht noch nicht mal die Hälfte von dem gesehen, was The Forest eigentlich alles bietet. Und das finde ich ziemlich, ziemlich traurig. So, hier drüben ist auch eine große Fläche, da fühle ich mich... Was ist das denn? Ich fühle mich relativ sicher. Das ist ja in dem Spiel immer so eine Sache, was man unter sicher versteht. Hier macht sich das eigentlich auch relativ gut zum Bauen, ne? Kann man ja mal im Hinterkopf... Da hinten ist ein Dorf. Und da ist ein Reh gespawnt. Hallo, Herr Reh. Soll das reflektieren oder was soll das darstellen? Oh, ein Stein. Steine sind immer schön. Oh, oh! Ach du Scheiße, schaut mal da hinten. Da hinten sind die Mutanten. Aber ich glaube, die hängen fest. Oder? Hängen die fest? Nein, die bewegen sich. Ich will es eigentlich nicht herausfordern. Es sieht aber so aus. Ich hoffe, es kommt einfach mal keiner von hinten oder so. Es sieht für mich so aus, als wären die noch nicht freigelassen. Ich glaube, ja, so kann man das nennen. Dass sie da hinten noch festgefroren sind. Ich will, von mir aus können die da hinten bleiben. Das Einzige, was ist, es beunruhigt mich, dass sie fast neben uns sind. Und es ist ja wirklich kein, also... Es ist ja jetzt wirklich keine große Entfernung hier. Und sollten die lieben Leute
uns hier einmal finden, wird es, glaube ich, nicht lange dauern, dass wir Besuch von den zwei Herrschaften da drüben sehen. Das ist einmal dieser Oktopus-Mutant. So, schweres Wort. Und einmal der... was war das denn? Und einmal der Spinnmutant. So heißen die zwei Herrschaften nämlich. Und es gibt noch einen dritten Mutant. Ich glaube, der heißt Kuhmutant. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen mich belesen. Ich nehme es zurück, dass da hinten was Schönes ist zum Bauen. Das ist nicht schön zum Bauen. Da wollen... Ach du Pimmel. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Komm her. Das ist nicht nur einer, das sind mehrere. Habe ich nicht gerade davon gesprochen, dass sie uns finden werden? Und sie haben uns gefunden. Finde ich nicht cool. Wie viel sind denn das? Jetzt bin ich gespannt. Oh. Die sind uns doch gefolgt, ne? Hi. Ich bewege mich einfach nicht. Vielleicht... Warum brennt der? Hat er Molotows? Ja. Ich tue euch doch gar nichts. Ich tue euch nichts. Scheiße, die kommen hierher. Wieso können die über die Scheißbrücke laufen? Ihr seid scheiße, ihr seid scheiße. Geht doch einfach bitte weg und lasst mich hier in Ruhe. Fick doch die Henne. Wieso können die hier drüber laufen über die Brücke? Ach Mann. Ah. Am wenigsten sind sie alle gestorben, die Trottel. Ah. Ich habe ihnen nichts getan. Die greifen mich grundlos an. Da sind alle gestorben. Ich hoffe nicht, dass hier noch einer im Wasser rumhüpft. Och Mann. Da unten liegt einer. Da liegt einer. Das sind die dumm. Ich würde die jetzt natürlich gerne... Na gut, die liegen jetzt da unten auf dem Fußboden. Die kann ich leider nicht rausholen. Das ist sehr, sehr schade. Dann hätten wir uns nämlich eine neue Rüstung machen können. Natürlich. Das kann da unten sitzen. Also dieser Vogel. Das ist ja allgemein bekannt, dass Möwen... dass Möwen unter Wasser sitzen können, sich auf den Fußboden begeben können und dort auf den Leichen von Eingeborenen sitzen können. Ist allgemein bekannt. Und wie so ein paar... wieso nicht... Aber wo kamen die jetzt her? Sind die uns denn doch gefolgt? Die scheinen uns gefolgt zu sein, glaube ich. Die sind uns in unser La... Was ist denn mit dir falsch? Mann, wenn die jetzt wirklich über die Brücke laufen können... Wenn selbst Schildkröten über unsere Brücke laufen können... Ich wollte doch einfach nur hier ein bisschen bauen. Ich hatte nichts Böses im Sinn. Aber zum Glück sind die ja alle so blöd, dass einer überlebt. Das mit der Brücke ist also gar nicht mal so dumm. Ich glaube, dass hier keiner überlebt hat.
Mich würde es aber wirklich interessieren, wo die jetzt herkam. Ich glaube nämlich, die kam wieder von da oben. Das waren jetzt aber eingebrochen. Das hat man darin gesehen, dass sie gerade gelaufen sind. Und nicht wie so ein angestochenes Schwein geschrien haben. Zudem hatten sie auch Klamotten an und waren nicht komplett nackt. Das ist auch der Unterschied zwischen Eingeborenen und Kannibalen, auch wenn es eigentlich beides Eingeborene sind, in dem Sinne, weil die wohnen ja auch hier auf der Insel. Wir sind ja in dem Sinne die Ausländer oder die Uneingeborenen. Aber wo kamen die her? Die müssen von hier oben gekommen sein. Weil wir sind ja hier von den zwei Mutanten gekommen. Und da war ja wirklich nichts neben uns. Und da können die nur von hier oben runtergelaufen sein und uns dann sozusagen den Weg abgeschnitten haben. Ich werde mich jetzt auch mal daran machen, Steine zu sammeln und unsere Mauer fertig zu machen. Auch wenn ich bezweifle, dass es nochmal passieren wird, dass die über die Brücke kommen. Ich hoffe einfach nur, dass es daran lag, dass ich auf der Brücke stand und die einfach nur. Ach, ich weiß auch nicht. Also. Ja, gut. War jetzt. Ist blöd gelaufen. Vielleicht haben wir auch einfach Glück, dass die oben sehen, okay, da oben ist irgendwas gebaut. Da oben wird bestimmt jemand sein. Und unsere Fallen ist auch keiner gelaufen. Wie gesagt, man merkt, wird mehr hier auf der Insel. Also das heißt, ich will damit sagen, dass wir mehr Eingeborene sehen. Da schlage ich doch gleich mal durch die Luft. Und da oben dieser Baum macht mich auch verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, dass da manchmal so rumflackert hier. Da denke ich immer, der wird eingerissen von den Eingeborenen oder von den Mutanten. Denn das können die auch machen. Die gehen durch den Wald wie Butter und machen somit den Wald kaputt, also reißen somit die Bäume ab. Deswegen sind auch Baumhäuser gar nicht mal die klügste Idee, die man da haben kann. Denn die Eingeborenen können auch diese kaputt machen. Also können auch Bäume fällen. Ich weiß noch nicht, ob sie das Klettern, also das Klettern sind sie mächtig, aber ich meine so an Seilen hochklettern. Theoretisch schon, denn die haben ja auch diese Aussichtsplattform, die wir, ich glaube, hier in dem Spielstand noch gar nicht gesehen haben. Ne, die haben wir noch gar nicht gesehen. Das war in dem anderen Spielstand. Da haben wir eine Nacht dann oben drauf verbracht und sind dann an der Kälte gestorben. So, dann mache ich wenigstens das hier zu. Aber man kann diesmal nicht sagen, dass wir feige gekämpft haben. Wir haben dem einen Häuptling, glaube ich, war das, weil der hatte hinten auf dem Rücken sowas gehabt. Immerhin eine verpasst, der glücklicherweise an unserer Steinmauer. Danke. Der glücklicherweise an unserer Steinmauer hängen geblieben ist. Also, so unnütz scheint die ja dann doch nicht zu sein. Hat dann doch einen kleinen Sinn, dass, falls es doch jemand rüber auf unsere Insel schafft, der erstmal an der Steinmauer hängen bleibt. Wäre vielleicht noch. Ach. Wie passt denn so eine Spinne unter den Stein? Die Spinne ist doch mindestens 20 Zentimeter. Die Spinne ist doch mindestens 20 Zentimeter groß. Nur der Körper. Es ist ungelogen. Die sind so groß. Was natürlich auch cool wäre, wenn wir am nächsten Morgen aufwachen würden und unsere Fallen hätten aufgelöst. Und da klebt dann noch so. So ein Eingeborener hängt da noch dran oder ist eingequetscht. Es kann doch nicht unter jedem Stein so eine riesen Spinne sitzen. Liebe Leute, das kann nicht sein.
Na, du kommst mit. Du. Ich bin übrigens froh, dass die Eingeborenen kein Seepferdchen haben. Also, dass sie nicht hier rüber schwimmen können. Oder selber eine neue Bastion bauen. Wenn sich dann die Eingeborenen... Ich habe schon Halluzinationen. Dass sich die Eingeborenen auch neue Fallen für uns ausdenken. Das wäre natürlich auch richtig cool, die dann einfach so im Wald aufbauen, sozusagen, dass wir unsere Fallen haben und die unsere ihre Fallen. Das wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ideen gibt es viele. Aber die Umsetzung ist dann, glaube ich, nicht so einfach. Wo ich sagen muss, dass Forest sich wirklich extrem verbessert hat oder extrem viele Änderungen vorgenommen wurden. Wenn man bedenkt, als es damals rausgekommen ist, was ist da und wie es jetzt aussieht, es sah schon damals immer richtig gut aus. Aber so Spieletechnik, dynamisch, dass die Eingeborenen auch wirklich so ein soziales Verhalten haben. Ich glaube, das haben wir nicht hier gesehen, das war in dem einen Spielstand, dass die Eingeborenen, wenn du jemanden zur Strecke bringst, dass sie den erstmal wegziehen. Also, dass sie den erstmal vor dir retten, sag ich jetzt mal, und dich dann erst wieder angreifen. Und dass sie dann halt auch wütend werden, wenn sie sehen, okay, da hat jetzt hier meinen Kollegen da verprügelt. Dass sie dann dementsprechend aggressiver werden und so aus ihrer passiven Beobachtungsmodusstelle rauskommen und dich dann doch angreifen. Dass sie dann doch erstmal abwarten, okay, was macht er jetzt? Haben wir ja gerade gesehen. Die haben gesehen, okay, der steht da, wir beobachten ihn erstmal, was macht er jetzt als nächstes? Und dann erst später angreifen. Ja, das ist eine Hand. Das hast du sehr gut gesehen. Was macht er denn? Es gibt eine Taste. Da kann ich meine Hand angucken. Mir ist noch schleierhaft, warum ich das machen kann. Hier so mit größer als und kleiner als. Warum kann ich das machen? Und dadurch, dass wir alle wieder gestorben sind, wird uns, glaube ich, keine weitere Patrouille aufsuchen. Hoffe ich zumindest. Ich bin gespannt, was das für eine Nacht wird. Ich hoffe einfach nicht, dass wir irgendwann aufstehen werden und dort im Fenster da so eine komische Fratze reinguckt. Finde ich nicht so cool hier, dass sie dann hier so drin steht und wir wachen auf und dann sind die eigentlich der Benutzung von einer Tür mächtig. Aber wenn wir hier drin stehen, dann können die doch ganz easy da reinlangen und uns rausziehen. Ich glaube, so viel Krips werden die schon in der Birne haben, oder? Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal davon aus. So, und dann fangen wir hier an. So, Custom Buildings. Dann fangen wir hier einfach mal an, die nächste Wand zu platzieren. Die komplett... Coole Sache, die geht also dann gleich komplett rum. So, wir hauen uns noch was zwischen die beiden Kauleisten. Das, was wir im Inventar haben, lassen wir auch da. Nein, das eine Stück ist schon getrocknet. Wir haben was getrunken. Die Sonne geht unter. Blöd ist, ich kann jetzt natürlich auch nicht mehr hier so gut rausgucken. Eben weil das ja alles so weiß ist. Aber das kann man auch bei den Einstellungen einstellen, dass es nicht so, nicht ganz so sichtbar ist. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Wir versuchen, die Nacht durchzuschlafen. Mal sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert, dass uns da jetzt keiner auflauert. Wieso haben wir nicht durchgeschlafen?
Das verunsichert mich jetzt ein wenig. Ich hoffe natürlich nicht, dass es daran liegt. Ich hatte schon wieder Hunger. Ich hoffe natürlich nicht, dass es daran liegt, dass hier jemand in der Nähe ist. Sieht alles ruhig aus. Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie das nicht hinbekommen, eigenständig die Brücke. Was war das? Eigenständig die Brücke zu benutzen. Ich glaube, das war nur ein Vogel. Ja. Ach, diese Möwen. Obwohl ich eigentlich Möwen gar nicht, also ich finde die eigentlich sehr schön. Also nicht schön, aber es ist halt dieses Meerfeeling, was dann durchkommt. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Das ist doch ein relativ gutes Zeichen. Wir brauchen nur 218 Rocks. Das ist doch gar nicht so viel. Wenn man bedenkt, dass geschätzt nur 20 Steine auf der Insel sind. Was ist da? Das sieht aus, als würde da irgendwas leuchten. Seht ihr das? Ach, oder ist es der Mond, der sich da reflektiert? Ich glaube, es soll. Das soll Mond darstellen. Ich nehme das Feuer an. Um es ein bisschen wohnlicher hier alles zu gestalten. Und das ist schon wieder ausgegangen. Sehr wohnlich ist es auf jeden Fall. Oder ach, das ist. Das glimmt. Die Sonne wird gleich wieder. Es tut mir leid, es musste einfach sein. Nee, den Pokal, den lasse ich da liegen, den brauche ich wirklich nicht. Obwohl, wir könnten uns eigentlich mal so einen Kopfhalter mit in unser Lager bauen. Das machen wir jetzt einfach mal. So. Können wir eigentlich auch vom Blitz getroffen werden? Das wäre auch interessant zu wissen, ob der Blitz auch im Wald einschlagen kann. Regenstein.